Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Space Haven, ihr Lieben, hatte ich damals schon mal ein bisschen angezockt. Ist schon etwas länger her. Es soll hier wesentliche Veränderungen geben. Also, das Spiel wurde weiterentwickelt. Ist ja jetzt auch bald schon in der Alpha 13 Phase. Ich hoffe mal, die wird Safe-Game-kompatibel sein, wenn sie dann kommt. Und das hindert mich aber jetzt nicht daran, mal hier wieder reinzuschauen und diesmal hier auch mit euch im Kanal. Ja, kurze Story dazu. Space Haven ist eine Art Kolonie-Survival-Game. Spielt aber quasi, also die Kolonie ist dann quasi beweglich. Es wird ein Raumschiff sein, was man ausbaut, modifiziert. Also ihr kennt das ganze Spiel. Wenn ihr euch das überhaupt nicht vorstellen könnt, werdet ihr nachher reinschnuppern können. Ich freue mich drauf. Ich gucke noch mal kurz in die Option, ob hier dann halt auch alles okay ist. Spieleinstellungen, Musikintervall, Standard hatten wir gesagt. Jo, das sieht alles gut aus. Planetengröße normal. Das ist einfach die Größe, wie sie im Hintergrund wirkt. Tastenbelegungen sollten eigentlich auch stimmen. Und ja, wir werden auch gleich ein neues Spiel starten. Hier gibt es zumindest momentan nur diesen normalen Modus. Sprich, brich mit der aus deiner Gruppierung rekrutierten Besatzung zu einer Weltraumreise auf, baue eine Flotte und triff auf andere Raumfahrergruppen, während du die Galaxis erkundest, um das Ziel deiner eigenen Gruppierung zu erreichen. Okay. Szenario ist, man kann eine einfache Plattform nehmen. Das ist schon mal so ein Raumschiff, was vorgebaut ist. Also die viermal starke Besatzung hat die Erde hinter sich gelassen und die Sterne erwarten euch. Zuerst musst du allerdings ein Schiff bauen. Dir stehen eine einfache Plattform und ein paar grundlegende Vorräte zur Verfügung. Alles andere musst du allerdings selbst herstellen. Spiele dieses Szenario, um die grundlegenden Spielmechaniken kennenzulernen. Die kenne ich so leicht, glaube ich. Oder man nimmt so eine verlassene Förderstation. Diese Förderstation wurde aufgegeben, als sich die Krise auf der Erde auf ihren Höhepunkt befand. Sie wurde später zur Werft umfunktioniert, nutze ihre Anlagen, um ein Schiff von Grund auf zu bauen und bricht dann ins Unbekannte auf. Spiele dieses Szenario, wenn du die Freiheit haben willst, ein vollkommen nach deinen Vorstellungen konzipiertes Raumschiff zu bauen. Hinweis, wir raten davon ab, beim ersten Durchgang dieses Szenario zu wählen. Spielstandname. Das sind wir. Wir nehmen die verlassene Förderstation und gehen dann auch mal weiter. So. Schwierigkeit würde ich mal ausgewogen nehmen in diesem Fall. Unser Seed ist dann... Ja, wir nehmen einfach einen zufälligen hier. Genau. Kann man auch so einen Buchstaben-Seed nehmen? Nee. Dann nehmen wir mal einen zufälligen. Genau. Ausgewogen. Ja, ausgewogen hört sich gut an, glaube ich. Ist alles so ein bisschen mittel da. Ja, ich glaube, damit versuchen wir es mal. So, bei der Besatzung. Ja, ist eine gute Frage. Wir haben hier mehrere Funktionen. Und da werde ich mal schauen. Botanik 3 gibt es hier. Schildtechnik ist man hier so ein bisschen schlecht. Betrieb. Gucken wir mal die Attribute mal so ein bisschen an. Also Rohstoffabbau ist klar. Botanik, super, bauen. Pflege von Pflanzen ist ein Hochbeet. Ein höherer Fertigkeitswert beschleunigt das Pflanzenwachstum. Bauen, ja, also Reparatur, Demontage, Rumpferweiterung und Bergung aus. Verlassen... Dies schließt Rumpferweiterung und Bergungen aus verlassenen Schiffen mit ein. Aha, okay. Fertigung beeinflusst die Ablaufgeschwindigkeit von Zusammenfüger-Raffinerieverrichtungen, die mit der Herstellung von Ressourcen in Anlagen zusammenhängen. Okay. Medizin beeinflusst das Genesungstempo von in Klinikbetten befindlichen Patienten. Okay. Bedienung des Navigationspultes. Ein höherer Fertigkeitswert und ein höheres Arbeitstempo verkürzen die Zeit, die zum Aufladen des Hyperantriebs des Schiffes benötigt wird. Schütze, Bedienung des Waffensteuerpultes. Okay, während Gefechten Schiff gegen Schiff. Schildtechnik.
Verkürzen die Wiederaufladezeit. Okay. Betrieb. Bedienung des Betriebs wohl zum Kommunizieren und Scannen von Schiffen. Forschung ist da. Sehr gut. Und Waffen. Schildtechnik ist so ein bisschen blöd. Da frage ich mich, ob wir hier irgendwie das so lassen. Ja, ich glaube, wir lassen das so. Ich werde nur hier mal so versuchen, so eine Art ja, Uniform mal hinzukriegen. So sagen wir mal Oberteil rot und dann nimmt man bei der Hose irgendwie sowas Dunkleres. Und beim Hemd würde ich mal so machen, dass sie Ärmel und Handschuhe vielleicht haben. Geht das? Ja, so, das werde ich mal bei allen so ein bisschen versuchen durchzusetzen. Damit man hier so eine einheitliche, ja, Uniformierung hat, würde ich mal sagen. Oh, jetzt habe ich wieder das Hemd umgestellt. So, dann die Hose. So, genau. Machen wir hier jetzt auch mal schnell einmal durch. Die Hose nehmen wir ja dieses Blau hier, ne? Oder hatten wir das hier genommen? Genau, das hatten wir genommen. So. Hose ist klar. Hier dann einmal das Hemd. Perfekt. Dann hier auch nochmal die Hose. Zack. Hemd. Hose. So, super. Okay, schildtechnisch passt das nur ein bisschen nicht. Selbstbewusst haben wir jemanden suizidgefährdet. Okay, hier, das ist so ein bisschen suizidgefährdet. Tüchtig, Alien Aficionado. Ja, okay, die hat nichts so gegen Schweiß an Pferdemagen. Gut. Friedliebend. Die wird von Konflikten härter gefordert. Also, Death und Mord könnten ein bisschen Probleme bereiten. Aber ja, wir fangen damit mal an, Leute. So, ihr Lieben. Es geht endlich los. Und ja, willkommen hier. Ich pausiere schon mal. Willkommen hier jetzt, ja, auf dieser einen Station. Willkommen bei Space Haven. Willkommen bei Space Haven. Hallo Weltraumreisender und willkommen bei Space Haven. Okay, jetzt haben wir es 5-mal gesagt. Folge dem blauen, sich auf die Ziele beziehenden Instruktionen, um dich durch alle grundlegenden Schritte des Baus eines funktionierenden Schiffs führen zu lassen. Deine Besatzung folgt einem Zeitplan, wobei das Symbol über den Köpfen der Mitglieder dir anzeigt, ob sie momentan arbeiten, schlafen oder sich etwas freie Zeit zur Erholung gönnen. Alle drei dieser Aspekte sind wichtig, also gestehe deinen Besatzungsmitgliedern ihr eigenes Tempo zu und schon bald wird dein Schiff zum Leben erwachen. Wenn dir der anfängliche Ressourcenbestand Probleme bereitet, dann scheue nicht davor zurück, ein neues Spiel zu starten und deine Anfangsressourcen über das Anpassungsmenü, Menü zur Auswahl des Schwierigkeitsgrads, so zu verändern, dass sie zu deinem Spielstil passen. Ein Sandbox-Modus ist ebenfalls verfügbar. Schließen. Jo, ihr Lieben, wir sind jetzt, wir haben jetzt mal pausiert und gucken uns das mal an. Die Leute sind hier noch mit Maske, weil die Maßnahmen hier wahrscheinlich noch laufen. Und wir werden ja hier unser Schiff bauen wollen. Ja, damit wird's losgehen. Und hier hat man die Sternkarte, die wir noch nicht sehen können. Und das ist halt der Bereich, wo wir uns gerade befinden. Die HSB Phoebe. Wo konnte man das nochmal sehen? Hier sieht man die Besatzungsmitglieder. Das müssen wir auch nochmal einstellen. Dazu kommen wir noch. Wir gehen mal einmal so das Interface ab. Die HSB Phoebe. Und dann... H...
hat man doch hier... Die Phoebe ist, glaube ich, die Station hier, genau. Dann hat man noch dieses Schiff hier. Die HSS Thebe. Die werde ich mal löschen. Kann ich die löschen? Ich habe mal gelesen, dass man jetzt ja irgendwie... so ein breiteres, dickeres Schiff mal anlegen kann. Das würde ich gerne hier machen, aber da stört die... Phoebe. Die würde ich gerne hier mal löschen. Abbrechen. Wie kann ich die denn hier löschen? Okay, wie lösche ich so ein Schiffchen hier? Lotte, HSS Thebe. Ich will das hier doch einfach nur entfernen. Ah, endlich. So, so. Wie sind sie losgeworden? Sehr schön. Wir werden jetzt mal so ein... es gibt ja diese Möglichkeit, so ein breiteres, größeres Schiff zu bauen. Das freut uns. Schiffsbaupunkte sind 8. Das Ding werden wir hier hinsetzen. Das wird unser Schiff sein. Erstellen. So, bevor das aber losgeht, werden wir uns natürlich, also Ressourcen reichen nicht aus. Wurzelgemüse, Früchte, künstliches Fleisch. Was haben wir denn so an Ressourcen hier? Da müsste es doch so eine Zusammenfassung. Also wir haben Wurzelgemüse, Weichblöcke. Also eigentlich alles da. Ich werde dann mal schauen. Dass wir das da mal anhalten. Und ja, im ersten Schritt will ich eigentlich, dass wir... halt mal dieses Raumschiff schlachten und werden dann dementsprechend hier anfangen, unsere Hülle, unser Hull zu bauen quasi. Und werden dann alles, was wir haben, rübertragen. Und dann, ja, gibt es quasi... ja, so, dass wir dann unser Raumschiff so weit fertig haben, dass wir uns auch bewegen können. Dementsprechend, ja, ihr Lieben, fangen wir schon mal langsam an. Ich mache mir halt jetzt gerade Gedanken, wer was machen soll. Wir gehen mal ganz kurz diese Geschichte hier mit Navigation und so durch. Da haben wir ja halt zwei Personen, die das sehr gut können. Die setze ich mal runter, der Rest macht es mal nicht. Nehmen wir mal raus. Ja, so. Schütze... falls wir denn noch... was hätten wir? Caitlin da eigentlich ganz gut. Schilde sind alle irgendwie schlecht. Das nehmen wir mal kurz raus. Dann Betrieb. Betrieb war für was? Für was war nochmal Betrieb gedacht? Konnte man doch bei den Fertigkeiten sehen. Betrieb. Schiffskommunikation. Und okay. Klaro. So, Betrieb ist die Schiffskommunikation. Da nehme ich mal, ja, eine der beiden, ne? Dann wird das hier Mode machen. So, Medizin.
baut auch und macht die Wartung. Maut macht das mal. So, Logistik kommt dann später, ne? So, also das ist die Hauptprio. Dann kommt Medizin und dann das hier. So. Botanik, Claro hier, Cherie, ne? Macht das. Nehme ich mal ganz kurz den Rest nochmal raus. Ich nehme mal erstmal bei allen alles raus. Das auch. Hier Diana bitte auch einmal rausnehmen. Das muss ja auch mal sortiert werden hier. So, Logistik soll mal irgendwie jeder machen, klar. Luis ist ein guter Bauer. Ein Warte auch. Dann Fertigung, klar. Könnte ich mir vorstellen. Forschen wird aber für uns mal hier Caitlin. Caitlin forscht. Fertigung, jo. Danach die Logistik. Dann könnte ich mir noch mal, ja, Rest lassen wir mal, Medizin vielleicht so semi. Nee, lassen wir mal raus. Logistik, dann Abbau. Was war noch mal Abbau und so? Abbau. Da wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Bauen. Bergung, Demontage und so. Da wird alles mit reingenommen, ne? Ja. Bauen werden sie anscheinend alle, glaube ich. Also Botanik. Dann ja bauen, dann würde ich sagen Logistik. Forschung muss nicht, ja, so. Hier haben wir ja dann irgendwie Abbau. Das ist hier für die Ressourcen. Da sind die beiden mal auf 1. So, Fertigung. Haben wir schon jemanden? Dann würde mal Logistik kommen. Und dann auch mal das Bauen, ne? So, hier auch dann Logistik und Bauen. Forschung, Logistik, Bauen, ja. Bauen, Logistik, jo, Wartung. Ah, Wartung muss natürlich auch, ne? So. Gewartet muss. So, Logistik, dann kommt mal. Der Abbau. Dann die Fertigung, dann die Wartung. So. Bauen, Abbau, Abbau, Bauen. Jo, ist ein bisschen Tüftelei gerade. Logistik. So, Wartung. Dann Hauptgeschichte ist hier Abbauen, Bauen, ja. Dann Fertigung mal raus erstmal. Logistik. Dann würde ich mal Wartung machen, klar. Wartung. Nach der Wartung kommt dann irgendwie, ja, sowas. Ja. Wir versuchen da mal, echt das mal so ein bisschen einzugrenzen alles, dass nicht jeder alles macht, klar. So, aber doch schon viele mehr. So, Logistik.
Logistik ist hier, claro. Abbau, bauen, Logistik, Wartung, ja. Caitlin macht auch gerne mal Medizin, okay. Danach kommt Forschung. Danach kommt das Bauen. Wartung, Logistik und dann irgendwie Fertigung. So, Louis. Bauen, Wartung, klar, Fertigung, dann Logistik und das. Das sieht dann alles vernünftig aus. Botanik nehme ich mal hier mit rein, gerne. Bauen, Wartung, dann kommt irgendwie Botanik, also Medizin. Bauen, Wartung, Botanik, dann erst irgendwie... So. Ich hoffe mal, dass das so einigermaßen hinhaut. Dann werden wir jetzt natürlich mal die Leute bewaffnen, würde ich sagen. Haben die denn schon alle Waffen? Wir gucken mal ganz kurz ins Lager. Hier sind ja 4 Waffen. Schrotflinte. Wir gucken mal wieder die... also Schütze ist ja... Waffensteuerpult. Waffen ist Fertigkeit mit Handfeuerwaffen. 1, 2, 2, 1, 3. Also der Louis, der... Der Louis wird sich hier mal was holen. So, Louis. Ich wähle die mal aus. Direktbefehl. Die kommen mal hier hin. Und dann werden wir die erstmal, ja, bewaffnen. Und dann bin ich mal gespannt, ja, wenn es dann richtig losgeht. Beginne mit dem Bau eines neuen Raumschiffs. Diese Förderstation kann eine Besatzung nur für kurze Zeit versorgen, weshalb du umgehend mit dem Bau deines neuen Schiffes beginnen solltest. Den Rumpf deines Schiffes kannst du Stück für Stück bauen und musst ihn nicht von Anfang an vollständig geplant haben. Benutze das im Baumenü befindliche Rumpfbauwerkzeug, um Hüllenteile auf den für den Bau des neuen Schiffes markierten Bereich, der sich neben der Förderstation befindet, zu zeichnen. Bitte beachte, dass du die Förderstation selbst nicht ausbauen kannst. Schwenke die Kamera so, dass du den für den Schiffsbau markierten Bereich neben der Förderstation sehen kannst. Alles klar. Erstmal wollen wir ja unsere Leute mal bewaffnen. Der Louis... holt sich mal die Knarre hier. Super. Dann, also Louis ist bewaffnet. Wir hätten ja dann hier... Ups, jetzt bin ich rausgegangen in die Sternkarte. So, Fertigkeiten. Also Maud hat 1, Caitlin 1, Diana 2, Des 2. Diana und Des holen sich auch mal Waffen. Diana. Ich glaube, mehr Waffen haben wir auch nicht, ne? Nee. So, der Des geht mal hier hin. Die Diana auch. Haben wir hier noch Waffen? Eine noch, okay. Sherry ist ja bei 1. Caitlin auch bei 1. Maud auch. Da muss ich mir mal Gemütszustand angucken. Sherry. Caitlin. Und Maud, ne?
Ich glaube, wir nehmen mal Maut. Maut mal bitte ausrüsten. Und ja, ihr Lieben. Erste Folge haben wir mal so ein bisschen gemanagt. Rest schauen wir uns noch an. Wir haben viel zu tun. Wir haben erst gerade noch angefangen. Wir werden mal versuchen, das hier wieder alles zu verstehen, wie das genau läuft. Und dementsprechend, ja, bin ich echt mal gespannt, was das so mit sich bringt. Und ja, freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's bis dahin gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Euer Fadi.